Hallo zusammen. Es wird bald Sommer und die Sonne scheint immer mehr. Ein ganz wichtiges Thema ist daher für uns der Sonnenschutz. Warum der so wichtig ist und welcher Sonnenschutz der richtige für euch ist, zeige ich euch jetzt. Sonnencreme schützt uns nicht nur vor dem Sonnenbrand, sondern auch vor Hautalterung und Pigmentflecken. Es gibt zwei Arten der Sonnenstrahlung. Und zwar gibt es die UVA-Strahlung, die sehr tief in die Haut eindringt, die nicht gleich sichtbar ist, aber dafür im späteren Alter mit mehr Fältchen und Pigmentflecken einfach hervorhebt. Und dann gibt es die UVB-Strahlung, die halt sichtbar ist, und das ist der Sonnenbrand. Deshalb ist es wichtig, dass man sagt, man hat eine Sonnencreme, die vor UVA- und UVB-Strahlungen schützt. Jedes Sonnenschutzprodukt arbeitet mit Filtern, zum Beispiel einen chemischen Filter oder einen mineralischen Filter. Ich zeige euch jetzt ein paar Produkte, die den jeweiligen Filter benutzen. Als erstes zeige ich euch zwei Produkte mit einem mineralischen Filter, sowie das Lavera Sonnenspray. Das ist sehr schön, weil das auch gleichzeitig pflegend ist mit Vitamin A und lässt sich sehr gut verteilen, natürlich auch an den Stellen, wo man weniger gut rankommt, weil es ein Spray ist, und hat einen öligen Filter und damit sehr, sehr pflegend, ebenfalls wasserfest und hat Lichtschutzfaktor 20. Als zweites zeige ich euch jetzt die Shiseido Ultimate Sun Lotion. Das ist eine Lotion, die schnell einzieht. Die hat einen Lichtschutzfaktor von 50, was sehr gut auch für Kinder ist. Sie wirkt sehr positiv, so nennt man das, wenn sie in Berührung mit Schweiß und Wasser kommt. Sprich, dass der Filter etwas stärker wird oder beziehungsweise richtig stark dann ist. Und ist ebenfalls mineralisch. Mineralisch bedeutet halt einfach, dass die Produkte mit einem Zinkoxid und einem Titaniumoxid arbeiten. Ihr kennt das ja, wenn manche Leute so ganz weiß aussehen. Das ist wie so eine Spiegelung und reflektiert sozusagen die Strahlungen, die Sonnenstrahlungen, und sie können nicht mehr so tief in die Haut eindringen. Dafür sieht man manchmal etwas weiß aus. Als nächstes möchte ich euch Sonnenschutzprodukte vorstellen, die mit einem chemischen Filter arbeiten. Das heißt, dass die Sonnenstrahlungen in die Haut eindringen, aber diese dann als positive Energie umgewandelt werden. Als erstes stelle ich euch die Dermalogica Protect 50 vor. Die hat einen Lichtschutzfaktor von 50, pflegt ebenfalls mit Antioxidantien und ist eine ganz, ganz leichte Creme. Man spürt sie kaum, und wenn man im Wasser ist, ist sie sogar 40 Minuten haltbar. Also richtig gut für Kinder. Leicht aufzutragen und, wie gesagt, für Wasserratten gut geeignet. Das Nüxte Sonnenöl ist ein Öl, das einen Lichtschutzfaktor von 30 hat, was man auch nicht so oft sieht, und Gott sei Dank endlich gibt es eins. Das Schöne an diesem Sonnenöl ist halt, dass es mit Macadamiaöl und Sonnenblumenöl halt die Haut auch pflegt, und sie arbeitet mit verschiedenen chemischen Filtern. Das Ganze trage ich jetzt mal auf, ist halt so ein, wie halt so ein Sonnenöl halt ist. Es riecht halt gut, es glänzt und riecht nach Sommer und Urlaub. Als letztes Produkt habe ich für euch den Lancaster Sun Sport Face Stick. Dieser Stift ist sehr, sehr gut, weil es wirklich für die empfindlichen Hautzonen ist, so wie die Augenpartie, den Mund, die Nase, die Ohren. Man kann das halt rund ums Gesicht benutzen. Das Schöne ist halt auch, der hat einen Lichtschutzfaktor von 30, ist ein Stift, den man immer in der Handtasche haben kann und einfach nur so aufträgt und fertig ist. Und schon hat man alle Partien geschützt, ganz einfach, ganz schnell. Ist auch gut, wenn man mal beim Skifahren ist. Das war's zum Thema Sonnenschutz. Ich hoffe, ich konnte euch helfen damit und einen kleinen Überblick über diese Masse von Sonnenschutzprodukten geben. Eine Kleinigkeit habe ich noch auf dem Herzen. Ich bitte euch, mindestens Lichtschutzfaktor 6 zu nehmen. Bis nach oben hin ist ja Luft. Und ja, wenn ihr Erfahrungen habt mit Sonnenschutzprodukten, schreibt mir gerne was dazu. Ich freue mich drüber. Alle Informationen zu den Produkten findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und bis bald. Tschüss!